Hallo. Ja, ich will was erzählen über Düngung mit Urin oder auch nicht oder was kann man düngen damit. Ich komme gerade vom Feld, habe gerade Kartoffeln gesetzt. Nachher werde ich noch Bohnen legen und dann wird noch Spinat gesät. Aber nichts davon wird mit Urin gedüngt. Und obwohl ich hier eine Trockentrenntoilette habe, wo Urin anfällt, aber bei mir kommt der Urin an Bäume und Sträucher. So, ja. Sollte man Urin im eigenen Garten verwenden? Ich bin da viel gefragt worden und deshalb nehme ich jetzt mal alle Aspekte hier auf in einem kurzen Video, um mal einen Überblick zu geben. Die meisten Bücher und die meisten Menschen, die sich zu dem Thema äußern, haben eine sehr einseitige Meinung. Entweder ja, unbedingt das Allertollste, reines Gold und sowas, und andere lehnen das komplett ab. Erfahrungsgemäß, der große Teil der Menschheit will das nicht. Also das ist halt auch was, man kann das nicht einfach machen, weil dann müssten ja die Menschen zustimmen, die das Gemüse dann essen. Ich selber habe gut 30 Jahre Erfahrung mit Dünger von menschlichen Exkrementen und habe verschiedene Systeme entwickelt, Hightech-Systeme, Lowtech-Systeme. Diese Urintrennung kam von Schweden, jetzt in der Neuzeit, gab es historisch auch. Und bin ich auch mit eingestiegen. Ich habe nie Lieblingssysteme, sondern ich gucke mir alles an und schaue dann, was ist aus meiner Sicht am sinnvollsten. Ja, und jetzt mit wirklich 30 Jahren Erfahrung, auch mit eigenem Labor, zum Teil haben mehrere Vollzeitmitarbeiter Doktorarbeiten gemacht, Forschungsarbeiten gemacht zu Urin, Pharmaka im Urin, eine Doktorarbeit über, ja, gehen Schwermetalle mit ins Gemüse rein und so weiter. Und insofern habe ich ein bisschen Ahnung davon und mich nervt das halt immer, diese einseitige Darstellung, oh, super Dünger. Die Nährstoffe müssen genutzt werden. Das ist gar keine Frage. Also darum geht es überhaupt nicht, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn eine Menschheit Interesse hat, auch eine Zukunft zu haben, auch in Zukunft kommende Generationen halt gut leben sollen, brauchen wir die ganzen Nährstoffe, Spurenelemente und so weiter, die wir mit der Nahrung aufnehmen, die müssen wieder zurück irgendwo in den Kreislauf der Natur. Aber ja, es muss nicht ins menschliche Essen sein und da werde ich jetzt auch begründen, warum wir das gerade nicht machen sollten. Ja, die Nutzung von Nährstoffen, wenn man 100% nutzt, hat man null Emissionen und das ist genau das Ziel. Also diese Nährstoffe zerstören Gewässer, die zerstören die Meere, es gibt Todzonen in den Küstengewässern. Hauptsächlich durch ja, Landwirtschaft mit Nitrat- oder Ammoniumdüngung, die katastrophal ist, die aufhören muss. Und auf der anderen Seite ist halt das, was aus der Kläranlage kommt, bei weitem nicht nährstofffrei, sondern man hat Grenzwerte, die an sich auch oft immer noch dafür sorgen, dass die Gewässer nicht wirklich gut sauber bleiben können. Als erstes möchte ich jetzt mal etwas erzählen über die Flächenverhältnisse. Also wenn man Urin nutzen will, also sagen wir mal, man hat eine Trockentrenntoilette oder eine Urintrenntoilette. Da gibt es jetzt neue Spültoiletten mit Urintrennung von Firma Laufen in der Schweiz und dort auch entsprechende Forschungsprojekte. Ich glaube, das macht Urintrennung sehr viel einfacher. Und das ist ein Patent von jemandem, der früher bei mir mit im Team war, inzwischen verstorben ist. Das Patent ist frei und die machen das jetzt zum Glück, was ich sehr, sehr gut finde, weil das ist wirklich eine tolle Idee. Und Laufen Safe heißt das Ding, also sparen, weil man dann schon sehr viel Wasser mitspart und so kann man halt auch die Nährstoffe nutzen. Wenn man jetzt selber eine Toilette hat, um Urin zu sammeln, braucht man pro Person ungefähr 400 Quadratmeter Fläche, die wirklich Dünger braucht.
Ich schließe halt Lebensmittel aus. Also das fällt aus der Richtung schon mal weg. Begründung kommt gleich. Man kann es nutzen für Sträucher, Bäume, Anpflanzen von Futter, auch Anpflanzen von Kompostpflanzen. Und man kann natürlich Rasen damit düngen, wenn man denn Rasen überhaupt düngen will oder muss. Sorry. Also, die Flächen hat fast niemand. Damit kann man schon mal sagen, dass im Grunde die Düngernutzung etwas ist, was die ja, meisten Menschen gar nicht machen können. Die meisten Menschen kriegen Lebensmittel von Flächen, die sehr viel größer sind als die eigenen Flächen und die auch außerhalb liegen von dem Gelände, wo man wohnt, außerhalb der Gemeinde und zum Teil aus anderen Teilen der Welt. Und diese Nährstoffe werden alle importiert und von daher braucht es mehr Fläche als das, um die wieder zu nutzen. Und von daher wird in fast allen Fällen eine professionelle Nutzung der menschlichen Exkremente wichtig, weil es geht nicht nur um Urin, sondern auch um Fäzes. Und da gibt es entsprechende Systeme, wo man das sinnvoll nutzen kann, und aber nicht im eigenen Gelände, außer man hat riesige Flächen und will sich auch darum kümmern, was auch nicht wirklich viele wollen. Ein paar Menschen sind da erstaunlicherweise sehr fanatisch für, und da das scheint irgendwie auch so ein bisschen so ein Ding zu sein, was ja einfach Leute triggert, da jetzt so Extremansichten zu haben und meinen, sie müssten das allen aufdrücken. Ja, also die Fläche 400 Quadratmeter pro Person ist eine Menge, ne? Und was macht man im Winter? Also das gesamte Winterhalbjahr ist kein Düngerbedarf, müsste man es speichern, und das kann man zwar relativ leicht machen, aber ist nochmal ein zusätzliches Ding, was man beachten muss. So, jetzt sage ich nicht für Lebensmittel, und da sind natürlich viele Menschen böse, also die Ecological Sanitation Community international mochte mich nicht mehr, als ich dann anfing zu sagen, nicht für Lebensmittel. Das ist dann auch ja, eine Enttäuschung, weil ich habe vorher mich getäuscht. Ich dachte, das wären Menschen, die offen sind, die neue Wege gehen wollen. Und es stellt sich raus, auch unter denen ist ein erheblicher Teil von Dogmatikern, die einfach Sprüche klopfen und weitergeben, als ob das Fakten sind, aber nicht argumentieren wollen. Und das war eine Enttäuschung. Auf der anderen Seite ist es mir lieber, wenn ich weiß, mit wem ich wirklich was machen kann. Also Menschen, die wirklich an einer Diskussion interessiert sind und auch Argumente aufgreifen, anstatt dass die Menschen, die halt was anders machen, dann nicht mehr willkommen sind. Und es war eigentlich vorher eine nette Szene international. Man traf sich auf allen möglichen Konferenzen, und ja, so ist es halt. Warum nicht für Lebensmittel? Also ich nenne erstmal die, ja, die wissenschaftlich gesicherten, beziehungsweise die Gründe aus der Schulwissenschaft. Sehr viele Menschen nehmen Pharmazeutika ein, viele Frauen nehmen die Pille, und diese Substanzen gehen zum großen Teil aus dem, ja, mit dem Urin aus dem Körper. Und die Hälfte dieser Substanzen sind so gut wie gar nicht abbaubar. Da haben wir sehr viele Versuche gemacht mit allen möglichen Techniken, und da kann noch so viel erzählt werden, halbes Jahr alles weg, das ist Schwachsinn. Das ist mit nichts zu begründen, weil es ist einfach nicht so. Wo man diese Substanzen alle wegkriegt, kann ich mir vorstellen, das ist aber wissenschaftlich nicht belegt bisher, in einem sehr lebendigen Boden mit sehr viel Bodenpilzen, holzigen Bestandteilen, da baut sich wahrscheinlich sehr, sehr vieles ab, was von Bakterien nicht abgebaut wird. Also Pharmaka, wenn man mit dem Urin jetzt Lebensmittel düngt, sind diese Pharmazeutika-Rückstände im Gemüse. Und so eine Tomate möchte ich nicht essen,
Ne, die Pille brauche ich nicht und andere Medikamente nehme ich eigentlich auch nicht. Und wenn, will ich sie auch nicht mit der Tomate nehmen, sondern dann, wenn ich mich dafür entscheide. Und das reicht eigentlich. Also da kann man schon sagen, das ist Grund genug, um zu sagen, nee, Urin nicht an Lebensmittel. Ne? Und wenn irgendwann die Menschen nicht mehr diese nicht abbaubaren oder schwer abbaubaren Pharmazeutika nehmen, gibt es trotzdem noch weitere Gründe, das nicht zu tun. Also, Rudolf Steiner hat unglaublich präzise viele Dinge vorausgesehen, die inzwischen passiert sind. BSE, er hat genau gesagt, wenn man Rinder an Rinder verfüttert, werden sie verrückt. Ne? Das hat er lange vor BSE gesagt und genau das ist dann passiert. Und dann hat er verschiedene andere Sachen vorausgesagt, die inzwischen eingetroffen sind. Und eine Sache, die er auch klar betont hat, er sagte, keine menschlichen Exkremente für menschliche Nahrung. Und er hat jetzt eine Wahrnehmung, die bezieht halt die Feinstofflichkeit ein, die in der dogmatischen Wissenschaft ausgeklammert wird, völlig ohne Grund. Also das ist halt irgendwie, da gibt es keinen Grund, außer dass man sich selber einschränkt und bei den Kollegen halt nicht Ärger kriegen will. Und das ist etwas, wo jetzt halt die ja, Beobachtung von Steiner, der sagte dann, das muss erst durch Wandlung gehen. Er hat dann ja, gesagt, 7 Jahre lang Wandlung und dann kann es für alles benutzt werden. Und ähnlich sehe ich es auch, außer dass wir heute noch die Pharmazeutika-Rückstände haben, die damals zum Glück noch nicht da waren. Und das ist also ein Argument, was man sehr ernst nehmen muss, weil er sagte, menschliche Exkremente für menschliche Nahrung führt zu Degeneration. Und das ist ein Hammer und das ist etwas, was wir auf jeden Fall vermeiden müssten. Das hätte allerhöchste Priorität und da gibt es genug Anwendung. Das bisschen Dünger weltweit, was der Mensch produziert, das sind 10, 15% vielleicht von dem, was auf dem Land gebraucht wird. Ist nur eine Verteilungsfrage, ne? Das aus großen Städten kommt sehr viel, also das muss man halt so hinkriegen, dass das halt wenig Volumen ist und auch dann dahin transportiert wird, wo Nährstoffbedarf ist und nicht Lebensmittel produziert werden. Futter fände ich schon wieder eine andere Frage, das ist sicherlich machbar. Wenn man nicht Lebensmittel düngt, dann kann man aber natürlich sagen, okay, das ist so mein Ansatz, Bäume, Sträucher und Rasen, weil ich pflanze sehr viel Bäume und wenn man halt den Boden verbessert, kann man sehr viel Urin mit ja, in holziges Material rein machen trockenes, holziges Material, Urin drüber und das dann idealerweise noch kompostieren. Das kann aber auch im Boden kompostieren. Und viel holziges Material bei Urin ist auch eine der Behandlungsmöglichkeiten. Zu Urin gehört eigentlich ungefähr 200 Kilo holziges Material pro Person und Jahr und 400 Quadratmeter pro Person. Also das sind so die Verhältnisse. Und jetzt denkt man, was, so viel Holz? Aber nein, es geht um holzige Reste auch. Also es gibt sehr viel verholzende Sachen als Gartenabfälle, hat man normalerweise massig über. Strauchschnitt, Baumschnitt und so weiter, Sägespäne, Mulch, Holzmulch und so weiter. Und das ist etwas, wo man dann sehr, sehr hochwertigen Dünger draus produziert. Und das ist eine Sache, wo man wirklich eine echte Nutzung hat. Dann gibt es einen anderen Weg. Der Dr. Jürgen Reckin, der inzwischen verstorben ist, hat empfohlen, Urin an Comfrey-Pflanzen zu tun. Das ist eine spezielle Beinwellzüchtung, wobei Comfrey auf Englisch heißt auch Beinwell. Also es gibt aber eine spezielle Züchtung, die so lila Blüten hat, die wir für Urin verwenden. Nach Jürgen,
können ihn nicht mehr fragen inzwischen, aber das ist, er sagte, die wäre besonders gut, weil die sehr, sehr viel Stickstoff einbauen kann und dann bauen wir quasi eine Kompostpflanze an, die dann kompostiert werden kann. Jo, und dann gibt es ein ganz wesentliches Thema und das ist die Urindüngung ist eine Mineraldüngung. Und jetzt ist Mineraldüngung deshalb nicht akzeptabel, gar nicht, weil Mineraldünger Stickstoff in Form von Nitrat und Ammonium oder Ammonium ins System bringt. Und das ist etwas, wo es klare Aussagen gibt aus der Wissenschaft schon vor längerer Zeit. Und hier das sehr empfehlenswerte Buch Neues Dorf für neue Erde von mir. Ich habe hinten einmal dieses Zitat eingebracht, weil das so wichtig ist, ne? Das ist im Anhang und hier ist Professor Albrecht zu sehen, der dort sehr, sehr klare Aussagen gemacht hat. Und ich zitiere, es ist ein Satz nur. Und es fängt an mit NPK-Formeln. Und bei diesen NPK-Formeln, das ist der Mineraldünger. Und beim Mineraldünger, Phosphor-Kalium brauchen viele Böden tatsächlich. Aber das Stickstoff ist halt ein Riesenproblem, weil wasserlösliches Stickstoff macht den Boden kaputt, macht kranke Pflanzen. Und weil die so gepusht werden, ne? Das ist eine einseitige Zwangsernährung. Und Professor William Albrecht hat 1940 gesagt, NPK-Formeln, wie sie von den Landwirtschaftsministerien der Staaten vorgeschrieben und durchgesetzt werden, bedeuten Unterernährung, Befall durch Insekten, Bakterien und Pilze, Unkrautbefall, Ernteverluste bei Trockenheit und allgemeiner Verlust der geistigen Schärfe in der Bevölkerung, was zu degenerativen Stoffwechselerkrankungen und einem frühen Tod führt. So, ja, jetzt kann man sagen, okay, sollten wir vielleicht doch mal drüber nachdenken. Und Urindüngung ist eine Mineraldüngung. Ne? Da gibt es gar kein Vertun. Ist sehr, sehr viel lösliches Stickstoff drinne. Im Urin, auch wenn das als Harnstoff aus dem Körper kommt, das setzt sich ruckzuck um in Ammoniumstickstoff und dann im Boden auch sehr schnell in Nitrat. Und diese Stickstoffform wollen wir im Boden nicht sehen. Es schädigt das Bodenleben und pusht die Pflanzen genau wie bei agrochemischer Landwirtschaft. Und jetzt wollen die Leute, die jetzt so Urinnutzung machen, wollen im Grunde agrochemische Landwirtschaft machen, ohne das zu verstehen oft. Na, also, das ist das eine Ding. Und das andere Ding ist natürlich, dass Urin auch Vorteile hat. Also ich bin ja nicht jetzt so, dass ich sage, macht gar keinen Sinn, sondern das würde sehr viel Sinn machen, wenn, aber. Und deshalb halt über diese Wandlung erstmal Sträucher, Pflanzen und so alles Mögliche. Und dann gehen die Nährstoffe auch irgendwann wieder in alle Böden ein. Das soll jetzt nicht für Dauer sein. Steiner sagte 7 Jahre und das ist, glaube ich, ein ganz guter Anhaltspunkt. Und jetzt gibt es aber noch verschiedene Argumente, die dafür sprechen, Urin oder Exkremente zu nutzen. Da sind nämlich sehr, sehr viele Spurenelemente drin. Und diese Spurenelemente sind ganz wichtig. Viele von denen werden sehr knapp. Da möchte ich auch noch mal hinweisen auf die tolle Arbeit von mineralienwende.de, Dr. Stefan Hügel. Und der beschäftigt sich halt tatsächlich, wie kann man die Böden verbessern, Spurenelemente anreichern mit Blattsprays und so weiter. Und den Link schreibe ich hier drunter. Und dann gibt es aber andere Möglichkeiten, diese Nährstoffe auf dem Land zu halten. Das muss man deshalb nicht an die Tomaten tun. Und es ist ja so eine Sache, dass die Abwassersysteme, das so ist mein berufliches Thema seit sehr langer Zeit. Wie gesagt, ich selber mache inzwischen mehr ländliche Entwicklung, aber mein Team arbeitet natürlich weiterhin an innovativen Abwasserkonzepten. Und da gibt es halt
Einerseits die Terra Preta Sanitation, wo man aus Exkrementen hochwertigste Dünger, hochwertigste Böden macht, auch unter Zugabe von etwas Holzkohle. Man bringt das in Laktofermentation. Hier in diesem Kanal gibt es auch Terra Preta Sanitation, eine Videoanimation, 3, 4 Minuten. Das kann man sich da angucken, das Konzept. Und es gibt ein anderes Konzept noch, das ist der sogenannte Schwarzwasserkreislauf, wo das Toilettenabwasser wieder für Toilettenspülung verwendet wird und ist im Moment nur im großen Maßstab für große Gebäude, für ein paar hundert Leute wirklich ökonomisch machbar. Aber vielleicht kann man das auf Wohnungsebene auch entwickeln. Und da kann man die Nährstoffe aus Urin und Exkrementen sehr, sehr stark anreichern, nämlich so wie im Urin. Und dann kann man das Ganze trocknen und da kann man halt dann Pulver von machen. Und wenn man dieses Pulver hat, das ist dann so braun. Und dieses braune Zeug sind einerseits die Gallenfarbstoffe, die sehr, sehr schwer abbaubar sind. Und die verhalten sich ähnlich wie viele Pharmazeutika-Rückstände. Die nämlich eben nicht wirklich abbaubar sind, biologisch mit Bakterien zumindest. Aber die zerfallen alle bei Hitze. Also wenn ich dieses Pulver dann erhitze auf 300 Grad, paar Minuten, dann wird das strahlend weiß. Und das heißt, wir haben diese ganzen organischen, synthetischen Substanzen komplett zerstört. Die zerfallen nämlich dann in CO2 und Wasser. Und das ist halt genau die Sache, die wir eigentlich wollen. Also das System kann tatsächlich auch diese Pharmazeutika-Frage lösen. Und zu diesen Themen habe ich in der Neuauflage meines Buches Das neue Dorf was geschrieben. Tolles Buch, kann ich sehr empfehlen. Und das ist die Neuauflage, die ist jetzt auch in den Buchhandlungen verfügbar. Und da drin ist auch in einigen Kapiteln angesprochen, was kann man für andere Abwasserkonzepte machen und wie kann man halt die Nutzung von Nährstoffen hinkriegen. Ja, soweit das zum Urin. Also wie gesagt, 400 Quadratmeter pro Person zu düngende Fläche. Was macht man im Winter? Pharmazeutika-Rückstände kriegt man nicht weg durch Lagerung. Die gehen in die Pflanze, auch Schwermetalle gehen in die Pflanze. Aber halt auch Spurenelemente, aber deshalb nicht gleich an die Lebensmittel damit. Und wir haben halt Möglichkeiten, halt auch eine Düngung zu machen für Bäume, Sträucher, Rasenflächen, Nutzpflanzen generell. Und damit kann man halt so einiges machen. Und die Nutzung von Urin geht jetzt auch eher in eine Richtung, dass das richtige Betriebe sind. In Holland gibt es zum Beispiel eine Urinverarbeitungsfabrik für 1000 Kubikmeter im Jahr bisher, die da wirklich dann auch Volldünger draus machen. Und es bewegt sich da einiges und in unserer Instituts-Internetseite stehen sehr, sehr viele wissenschaftliche Artikel. Ich habe leider nicht viel Populäres geschrieben, außer jetzt hier im neuen Dorf. Aber es ist so, dass die Möglichkeiten da vielfältig sind. Und ich habe hier im Kanal ein Video über innovative Wasserkonzepte, wo ich auf diese Wasserkonzepte auch mal etwas genauer noch eingehe. Also, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Klarheit reingebracht. Ich würde mich freuen über Diskussion hier unter dem Video, weil es ist so viel Halbwissen, Nichtwissen, aber die Leute sind sehr interessiert und wollen wissen, was, wie, wo und warum. Und ich muss jetzt hier mal wieder aufhören. Und da vorne ist der Kartoffelacker, wo ich wieder Kartoffeln setzen werde. Und die Kartoffel lohnt sich eigentlich wirklich sehr, weil es ist überschaubare Arbeit. Es kommt sehr, sehr viel hochwertige Nahrung raus und es macht auch Spaß, weil die schöne Blüten haben und so weiter. Ja, und natürlich setze ich mich zwischendurch in die Sonne und gucke mal nach den Bäumen im Wald, wo ich halt Waldgarten anlege. Gut, soweit. Danke fürs Interesse und bis dahin. Tschüss.